Ja, meine Damen und Herren, wir haben weiter eine dramatische Corona-Lage. Wir haben am heutigen Tag 569 Todesfälle. Das ist der höchste Zahl an Todesfällen seit Beginn der Pandemie. Wir haben immer noch viel zu hohe Inzidenzen überall in Deutschland. Und deshalb ist es zunächst mal richtig, dass die Länder, die ganz besonders von der Pandemie betroffen sind, eigene Maßnahmen fällen. Ich begrüße daher die bayerischen Maßnahmen und auch die sächsischen Maßnahmen. Das ist angesichts des Niveaus in diesen Ländern und der Katastrophensituation geboten. Aber wir alle in Deutschland müssen uns fragen, wie stellen wir uns auf das neue Jahr ein? Und deshalb ist, glaube ich, nach den Weihnachtstagen erforderlich, den Überlegungen der Leopoldina zu folgen, die anrät, in einen Jahresend-Lockdown zu gehen. Das bedeutet, dass wir das gesamte öffentliche Leben nach den Feiertagen für 14 Tage herunterfahren. Das bietet uns die Möglichkeit, die Inzidenzen auf ihrem hohen Niveau zu brechen und gleichzeitig dann auf einem niedrigeren Niveau in das neue Jahr zu starten. Und im neuen Jahr werden mehrere Dinge zusammenkommen. Wir werden dann den Impfstoff haben. Wir werden mit dem Impfen beginnen können. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Impfzentren werden bis zur nächsten Woche überall in Deutschland handlungsfähig sein. Und parallel dazu wäre ein niedrigerer Inzidenzwert in ganz Deutschland richtig. Dann haben wir die Chance, auch wieder in normaleres Leben zurückzukommen. Und deshalb schlage ich diesen End-Lockdown für Deutschland vor, zum Jahresende das Leben herunterfahren. Und der Schaden ist in dieser Zeit der geringste. Die Kinder haben Ferien. Wir haben keinen Schaden bei Bildung und bei Ausbildung. Und wir haben gleichzeitig viele Menschen im Homeoffice in dieser Zeit, sodass auch der wirtschaftliche Schaden in dieser Zeit geringer ist, als wenn wir im nächsten Jahr zu einem kompletten Lockdown in Deutschland kommen müssten. Deshalb den Ernst der Lage erkennen, möglichst bundesweit gemeinschaftlich handeln. Deshalb ist es gut, dass alle 16 Länder sich in den nächsten Tagen verständigen. Und wir brauchen Planungssicherheit für die Menschen, für die Unternehmen, für alle, die davon betroffen sind. Und die Zeit nach Weihnachten ist die Zeit, den Lockdown für ganz Deutschland zu beschließen.